So, wir sind hier jetzt für heute fertig. Hier kommt nämlich eigentlich jetzt in Zukunft die Kaffeemaschine hin, das Kaffeesetup. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal sauber, ist ja immer das Wichtigste und das Schlimmste zugleich. Und dann kann ich mein ganzes schönes Kaffeesetup hier rüber bauen und drüben sind dann nur noch Kaltgetränke und Snacks. Endlich! Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Baumarkt, denn ich brauche für hier hinten noch eine weiße Platte erstmal, entweder für immer oder auch provisorisch, je nachdem, was wir mit dem Rest der Wand noch machen, um den neuen Unterbau hier, ist eigentlich ein Küchenunterbau von IKEA, den wir so ein bisschen als Tresen umfunktioniert haben. Der iMac gibt irgendwie in letzter Zeit den Geist auf, der ist von 2018 und geht jetzt nicht mehr richtig, es geht mir richtig auf den Sack. Der hatte entweder ein Software-Update oder kein Software-Update und seitdem stürzt er immer nur ab. Ich muss jetzt aber in den Baumarkt für hier hinten mir eine Platte zuschneiden lassen, die nagel ich dann hier entweder fein ran oder ich nehme feine Schrauben, damit wir hinten nicht mehr hier IKEA haben und ich den Kabelkanal, den ich hier selber oder die Verteilerdose, die ich selber gelegt habe, noch hier runter basteln kann, damit es alles ordentlicher aussieht und dann ist das hier voll verkleidet, weiß, 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 dann können wir nochmal aufräumen, den ganzen Baustellen-Shit hier wegräumen und dann ist dieser Raum zumindest in der Grundstruktur fertig, dann kommen natürlich noch so Deko-Themen. Ich hasse Deko-Themen, aber sie müssen dann auch nochmal gemacht werden, damit es ein bisschen hübscher wird. Die Deko-Leuchten sind ja schon. Die Deko-Freundin habe ich auch schon installiert, die jetzt hier immer hintersteht. Aber die redet gerade nicht mit mir. So, der Vlog heute geht wohl über 3 Tage, denn die letzten Tage war ich dann einfach auch so fertig, dass nichts weiter passiert ist. Jetzt muss ich am 31.08. noch schnell 2 Fitness-Bundesliga-Workouts für unser Team machen in CrossFit Kupferstadt. Das ist bei Aachen in Stolberg. Da muss ich jetzt schnell 2 von diesen Fitness-Bundesliga-Workouts reinknallen. Mina trainiert schon seit gestern wieder. Ich habe noch gar nichts gemacht, aber ich komme jetzt nicht drum herum. Mache jetzt einmal das 20 Minuten AMRAP und dann das 16 Minuten AMRAP. Ich erwarte nicht, dass da jetzt groß Performance bei rauskommt, aber es muss halt jetzt einfach durchgezogen werden. Dementsprechend machen wir das jetzt und dann zeige ich mal einmal, wie wir jetzt eigentlich hier umgeräumt und umgebaut haben und was daraus so ein bisschen geworden ist.
angekündigt, ist hier im Gym ja in den letzten Tagen, Wochen und Monaten nochmal eine ganze, ganze Menge passiert, die noch nicht gezeigt wurde. Und deshalb zeige ich jetzt einmal kurz eine Rundtour, wie sich das Gym jetzt verändert hat. Denn hier hat sich wirklich einiges getan. Es gab viele Veränderungen. Und auch wenn es noch nicht fertig ist, weil es wahrscheinlich nie fertig ist, ist es Zeit für ein kleines Update aus dem Gym. Gleich hier vorne am Eingang haben wir einmal das wandmontierte, selbstgebastelte Rack. Hier dran haben wir das immer noch gleich. Jetzt haben wir hier aber zwei von den Ankle-Kabelzügen gesponsert von Perform Better. Die vertreiben die in Deutschland. Da machen wir gerade Reviews und bereiten es gerade vor. Davon habe ich hier einen und da hinten habe ich gleich nochmal einen da drüben stehen. Hier steht das Concept 2 Bike, die Boxen stehen da. Da hinten ist der Tresen, da ist nicht viel passiert. Hier steht noch die Strong Gains Bank, zumindest solange sie noch hier ist. Und dann haben wir hier vorne drei She-Erks. Das habe ich ja auch schon reviewed. Review kommt dazu tatsächlich nochmal im Detail, weil mir noch ein paar Sachen aufgefallen sind, die ich vorher noch nicht wusste. Dann haben wir hier den Raum. Ja, der ist ja so schön wie vorher, aber wir hatten ja beispielsweise hier die Wand geöffnet und dort drüben ist jetzt ein Eingangsbereich und ein kleiner Tresen bzw. eine umgebaute IKEA-Küche fürs Kaffee-Setup. Das heißt, das haben wir hier jetzt nicht mehr. Hier haben wir bessere Ablagefläche, sondern da drüben. Ansonsten drei Echo-Bikes, insgesamt vier Squat-Stands. Ein Echo-Bike ist erstmal drüben auf Pause, weil wir immer nur drei brauchen. Die Parallels stehen weiter hier unten. Hier GHD. Regal bin ich noch nicht ganz zufrieden, da muss noch mal ein bisschen was sortiert werden. Kann sein, dass ich es auch noch mal umbaue. Hier hinten in der Ecke steht jetzt Special Equipment. Ein Lock, den braucht man natürlich, auf den kann man nicht verzichten. Hier meine Babys im Vierer-Affenhand-Turm, den es inzwischen gibt. Video haben wir noch nicht gemacht, kommt auf jeden Fall irgendwann noch die nächsten Wochen. Und dann stehen wir hier hinten im renovierten hinteren Bereich, denn hier habe ich die Decke gesprayt. Wir haben die Lampen ausgetauscht und jetzt haben wir hier so ein bisschen Boutique-Fitness-Look mit an den Schienen, die wir oben haben, haben wir hier Seile montiert, machen wir viel Seiltraining und dann haben wir hier natürlich das Setup, ganz klar hier Grip-Equipment, Kurzhanteln und die Kettlebells, natürlich auch ganz wichtig, unsere Grip-Strengths in Stumpets bis 78 Kilo und so ein bisschen Klein-Equipment, Tibia, Curlbar, alles Dinge, die natürlich auch noch separat reviewed werden. Ansonsten sind hier zusätzlich noch dazugekommen vier Rower von Concept 2. Insgesamt habe ich jetzt fünf, die funktionieren und eins, das ich noch restaurieren muss mit Ersatzteilen, die mir Concept 2 geschickt hat. Das war ja aber vorher da oder beziehungsweise habe ich da jetzt nicht groß gebaut. Der größte Aufwand war hier einfach das Renovieren, denn die Decke kam ab und die Decke wurde dann gesprayt und ich finde, das sieht richtig geil aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr findet, wie das hier jetzt aussieht, ob ihr da gerne trainieren würdet. Und dann haben wir hier ja so einen kleinen Umkleidebereich. Hier haben wir noch nichts gemacht, außer die Lampen getauscht. Der Raum ist ja auch nicht so wichtig, aber jetzt kommen wir in den Raum, der mir persönlich am Herzen liegt und zwar der neue Eingangsbereich und Aufenthaltsbereich. Wenn man jetzt nämlich durch die vorher kaum genutzte Tür, hier diese rote hässliche Kacktür, reinkommt, trifft man hier einen kleinen Tresen. Das hier ist noch nicht fertig, aber am Ende habe ich hier eine Arbeitsplatte auf den Vorsprung draufgeknallt mit Winkeln und jetzt steht hier das Kaffee-Setup, hier Espresso-Mühle, meine Espresso-Maschine, hier eine Lampe für jeden, der sich mal gefragt hat, für wen diese Lampe steht. Die steht für Nikos Geist und darauf bin ich auch sehr stolz. Bisschen Kamera. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Tresen. Der hat hier leider so einen kleinen 8 cm Abstand. Das will ich aber noch lösen, dass ich es nochmal umbaue, weil es einfach schöner wäre, wenn es eine lange Fläche wäre. Und dann haben wir hier im Eingangsbereich noch so ein paar Dekoleuchten und dort hinten haben wir ein Spülbecken. Endlich auch einen Geschirrspüler, denn das war super wichtig. Hier im Zwischenraum würde ich gerne noch eine Theke einbauen, damit man so office-mäßig mit so Barstühlen auch besser dran sitzen kann. Daran arbeite ich noch, aber ansonsten kein großes Hexenwerk hier hinten. IKEA-Schränke, ein kleiner Kühlschrank, der noch getauscht wird. Und dann hier Kaffeemaschine, Geschirrspüler, alles was man braucht, damit das Leben hier ein bisschen ordentlicher ist. Denn man muss auch einfach sagen, wir sind hier natürlich jeden Tag von 6.30 Uhr teilweise bis 22 Uhr oder 21.30 Uhr. Und das ist nicht nur ein Büro und eine Arbeit, sondern es ist halt auch
da, wo sich alles andere und auch unser Privatleben abspielt, denn dadurch, dass Mina und ich das alleine zusammen machen, machen wir halt auch nichts anderes, weshalb es manchmal schwierig ist, das so richtig Business zu sehen, weil ich baue alles selber, wir bewirtschaften alles selber, wir verdienen alles Geld selber, wir müssen alles gleichzeitig machen. Es hat natürlich so ein bisschen Charme und deshalb auch dieser YouTube-Kanal, aber ich musste natürlich mir auch ein Bein dafür ausreißen, dass wir jetzt hier so ein bisschen besser aussehen, ein bisschen schöner sind, ein bisschen appealing sind, weil man natürlich Qualität auch immer so ein bisschen davon abhängig macht, wie es aussieht. Da sind wir jetzt ein ganzes Stück weitergekommen und da merke ich auch ganz klar, dass das wichtig ist für ein Gym. Trotzdem, wir sind hier 24/7 und wir haben in den letzten 2 Jahren hier uns ein Bein dafür ausgerissen, das hier aufzubauen. Und manchmal war es dann schon immer ein bisschen, wo ich gesagt habe, ja gut, natürlich ist es hier nicht geleckt wie bei John Reed. Dafür interessieren wir uns halt einfach dafür, wie es dir geht und dass du wirklich Erfolg hast. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wir sind dem ein ganzes Stück näher gekommen. Und jetzt, wo der Wettkampf durch ist und ich diese Woche ein bisschen weniger Training und Trainingsstress habe und Arbeitsstress habe, weil ich alles so ein bisschen reduziert habe, weil ich einfach zu kaputt war, freue ich mich, dass nächste Woche dann wieder richtig Training und auch richtig Arbeiten losgeht, Coaching geht wieder los, alle Dinge, die so ein bisschen runtergeschraubt wurden, sind dann wieder viel mehr. Und das Gym gibt mir jetzt zumindest auch so ein bisschen mehr Sicherheit, dass wir endlich an einem Punkt sind, an dem wir schon ziemlich schön aussehen. Wir sind natürlich nicht fertig und wir werden nie fertig sein, aber an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, kann ich sagen, Berlin Barbell als Grundprojekt ist eigentlich an einem ziemlich fertigen Punkt angekommen und so viel wird sich im Großen und Ganzen in dem, was wir hier jetzt on Location haben, nicht mehr verändern. Und für dieses Video heißt es, dass das jetzt vorbei ist. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugeschaut hast. Tu mir den Gefallen, gib einen Daumen nach oben, schreib was in die Kommentare und dann sehen wir uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal.